Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you crawl. Hey, was ist das jetzt für eine Map? Wie heißt die? Die heißt Futuristic und ist von Jack's Lady. Jack's Lady? Jack's Lady. Das war ja, ich. Ja, tschüss, mal schön mit euch zu spielen. Das war ich. Hä, wie jetzt? Ja, ich bin direkt in der Luft gespawnt. Wie ist das? Du hast geklappt. Brumm. Sorry. Danke für diesen Beitrag. Danke. Im Bücherclub. Im Bücherclub, Alter. Gibt's das überhaupt noch? Gibt's noch so richtige Literatenkreise oder sowas? Ach, klar gibt's ja, das, ja. Alter. Ich bin in drei Literaten. Zum Beispiel. Kommt der toten Dichter oder was? Robin Williams ist ja auch tot. Ja, wie sad. Man den Film jetzt natürlich mega witzig, Alter, und super funny, und man kann mit einem... Weißt du, da hat man ihn immer so für die Hä? Was? Wieso? Warum lädt das nicht auf? Genau, jetzt lädt's auf. Alles klar. Er hat sich halt echt... Er hat sich halt... Ja, naja, aber er hat am Anfang mal besser noch funktioniert als jetzt. Also, noch besser? Nur als Premium ist das nicht. Das war gerade der absolut epischste Save, den ich jemals gemacht habe. Also so geil. Ja, das Geile ist, weißt du, ich find's so geil, wenn ich mich die ganze Zeit runterbeiße. Ja, was? Luca! Geslayed, Alter, geslayed. Hab ich dich rausgehauen komplett? Ja. Nein. Dabei hatte ich gar nicht so viel Schaden. Oh, das tut mir leid. Ich kann nicht einmal mehr. Boah, Delin, Alter, ne? Dallin. Dich erwischen. Nylet, ja, wir müssen Nylet. Ich bin komplett raus jetzt. Ich bin komplett raus. Ja, ach so. Wegen Delin, Alter. Dallin, Nylet. Nylet, komm her, Nylet. Ja, weißt du. Boah, das war schon stark. Das war jetzt gerade mega nice. Oh no. Oh no. Hä, ich krieg Schaden dabei? Ich probier jetzt mal was, Leute. Ups. Wenn das jetzt schief geht, das wird es. Apostroph slash Hoop. Jetzt geht's ab. Und Feuer frei. Oh. Es ist ja mega geil, dass du auf diese Ender-Perle reitest. Ja, ne? Dann sitzt ihr da draußen. Wir kommen the big wave, Alter. Oh, was habe ich denn hier Nices? Oh, das ist schon ganz nice. Boom. Er nimmt einfach gar keinen Schaden, als juckt's ihn überhaupt nicht. Er ist Teammitglied, daran liegt das einfach. Genau, es juckt ihn einfach kein bisschen, dass direkt bei ihm da eine Rakete explodiert ist. Er hat das Leben gegönnt gerade, weißt du? Er hat das Leben gegönnt. Gedacht, ne? Shit, ja, ne? Wie die sich hier einfach verkämpft. Warte mal. Lol. Delin ist komplett raus schon. So, er jetzt auch. Also ich weiß nicht, ob er komplett raus ist, aber... Nein, ich bin im Feuer. Ich bin so blöd. Ich brauche Wasser. Wasser. Gibt's noch Wasser? Ja, es gibt noch Wasser. Nein! Nein! Das war schon episch jetzt. Oh nein. Als ob du das nicht kennst, Luca. Das kennt sogar ich. Ein Fliesentischbesitzer? Sogar du. Und du dafür, bist mit den dafür Trends, ist es zu jung für die Zeit von Facebook. Digi, ich hatte Facebook voll... Ach nee, ich hatte Facebook echt mega früh. Richtig peinlich, Alter. Mit 4 Jahren so, okay, was? Als ich 4 Jahre alt war, haben wir noch die Ruine in Berlin aufgeräumt. Ach. Oh. Als ich 4 Jahre alt war, da habe ich hier in so eine Mauer eingerissen und die räumt weggeräumt. Turn down that wall. Nein, als ich 4 Jahre war, wurde ich angeschossen im Ersten Weltkrieg, worauf ich dann einen kleinen Minderwertigkeitskomplex bekommen habe, nachdem mein Offizier gesagt hat, dass ich keine Truppen führen kann. Das merkt man jetzt tatsächlich. Das ist hängen geblieben. Hallo Lukas. Oh no, ich will mich verarschen. Was will ich? Ich dachte, verarsch mich. Digga. Oh nein! Oh, wie hat dich weggeprescht? Yo, Luca, nein! Nein, spring! Ich versuch dich zu retten. Also zu rächen. Wie denn? Teams? Hä? Ich hab. Ja, es war die einzige. Ach, du warst es gar nicht. Es war die einzige Map. Nein, es war jemand anders. Das war Shooter King. Das war der Shooter King. Der wollte mit mir im Team sein, aber ich hab gesagt, nein. Alter, nein. Dich schon, Alter, ich seh nicht. Habt ihr Aladdin gesehen?
Auf jeden Fall. Ja. I can show the world. Shining, shimmering, splendid. Weißt du, ob man das alles kennt? Also, Melodie kenne ich auch noch, aber sonst. Ich glaube, Mo wäre eine schöne Jasmin. Das wäre natürlich viel zu unmännlich, Jasmin. Wenn ich den Text können würde. Deswegen unmännlich. Kann ich den natürlich nur. Du wärst eine schöne Jasmin, weißt du das? Mo wäre eine wunderschöne Jasmin. Das war keine eine ziemlich fette, aussehen, aber eine aber wunderschöne. Aber an sich finde ich es nett, dass du eine schöne Jasmin. Ja. Ich wette halt, Mo ist eigentlich fett. Ganz im Ernst, das ist so mein Tipp, ja. Ich glaube, Mo ist auch fett. Ich denke einfach, Alter, das ist eine Frau. Nicht zeigen. Mo ist eine Frau. Ja. Alter, das wäre so geil, das wäre halt echt mega geil, oder? In so ein paar Jahren kommt raus, Alter, ich heiße nicht Moritz, ich heiße Maurizio. Magdalena. Irgendwann mal kommt so, Leute, ich muss nicht was beißen. Ich heiße eigentlich gar nicht Moritz, sondern ich Adolf. Heiße was? Mustafa Yilmaz Götchen. Oh, ich bin komplett raus. Was ich euch schon immer mal sagen wollte ist... Hallo Akbar! Du hast Luckboy, weißt du? Luckboy? Lack und Lederboy. Fuckboys, es gibt Lackboys. Lack und Lederboy. Laptop und Lederhosen. komm jetzt her, Mo! Ihr wollt alle sterben. Luca. Alter. Guck mal, sag mal, Mo, du wolltest doch. Was denn? Der gegangen? Was? Luca war das. Die kleine Sau. Ich hab doch gar nichts. Jo, ist das schon wieder? Das war. Hier ist immer so freut. Ich würde doch meine Abo-Maschine nicht. Zu PvP. Zu PvP. Ich bin doch keine Maschine. Ich find's halt viel zu witzig, wenn Kollega und Tim Benz kommen, einen Song zu machen und zusammen machen würden. Kollega? Ja, hä? Kollega? Kollega klingt so komisch. Ja, ich weiß nicht. Kollega. Wie spricht ihr den Buchladen aus? Talia oder Thalia? Talia. Thalia. Alter, Talia. Jetzt geht die Diskussion los, Alter. Das kommt von der Halbgöttin. Von Zeus, der Tochter. Griechisch. Thalia. Griechisch. Hä? Ja. Ja, dritte Silbe von hinten. Dritte Silbe von hinten, wo? Dritte Silbe von hinten. Aber es ist auch immer so, der Buchladen, okay? Nein, in der Werbung. Ja. In der Werbung ist es immer so. Keine Werbung. Ist es immer so, wie findest du das? Bei Thalia. Ja, die haben es auch falsch ausgesprochen, aber es ist eigentlich Thalia. Dritte Silbe von hinten im Griechischen. Das wird so ausgesprochen. Tut mir. Das ist die korrekte Aussprache. Dass ich mir verdammt nochmal nicht Gustav Schwab mit einer Lautschrift gelesen habe, verdammte Scheiße. Ich finde das witzig. Luca so eine Hexe Baba Yaga. Weißt du, Luca stelle ich mir manchmal so vor, wie so diese eine ASDF-Movie-Typ. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Luca, sag mal ein paar Worte, komm. Also. Wir hatten eine unglaublich schöne Zeit mit dem Spielmodus. Wie heißt der nochmal? Brawl, genau. Okay. Wir hatten eine unglaublich wunderschöne Zeit mit dem Spielmodus Brawl, aber man soll Smash aufhören. Smash? Nee, Brawl. Brawl. Smash und Brawl. Brawl. Ja, Brawl Smash? Brawl. Ah, ist mehr wert das gleiche. Okay, also, wir hatten eine unglaublich wunderschöne Zeit mit dem Spielmodus Brawl auf unserem Lieblingsserver bergwerklevs.de. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich denke, all das, was uns Brawl gegeben hat, werden wir niemals an Brawl zurückgeben können. Was diese echten Emotionen in uns ausgelöst hat, das gibt es kein zweites Mal auf dieser Erde. Und diesen ganzen Spaß und diese Freude, die wir durch Brawl erleben durften. Das wird einfach eine einmalige Sache bleiben, aber wir sollten alle mit einem lächelnden Blick und einem vielleicht einen kleinen weinenden Auge das Ganze zurückschauen. Und ist schon ein bisschen emotional jetzt gerade. Ich muss ganz kurz. So. Ich muss ganz kurz. Warte. Mal.
So, ihr Lieben, das ist es gewesen mit Minecraft Brawl auf Bergwerk Labs. Das war meine letzte Aufnahme, die ich hatte von diesem Spielmodus. Ich habe das versucht, ein bisschen nett einzukürzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Die Aufnahmen haben mir auf alle Fälle immer sehr viel Spaß gemacht, genauso wie die Runden an sich. Ich habe nämlich tatsächlich doch öfter Brawl gespielt, als das diese Folgen hier auf meinem Kanal vermuten lassen. Und ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich vor allen Dingen auch daran zurückerinnert, wie ich zu meinen Anfangszeiten auf Twitch Minecraft Smash auf Shotbow gespielt hatte. Und das war wegen der Lags irgendwann wirklich untragbar. Und deswegen war es einfach echt cool, dass Bearback Labs gesagt hat, komm, wir greifen diese Idee nochmal auf. Und natürlich hätte man das ein oder andere besser haben können. Das ist ja immer so. Aber letztendlich hatte man sich gut unterhalten gefühlt. Und wer weiß, vielleicht sieht man diesen Spielmodus ja doch nochmal eines Tages irgendwie wieder. Es würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Danke auch an Ernst Lustig und an Luca, dass sie hier dabei gewesen sind. Und ihr könnt jetzt hier, glaube ich, noch ein paar tolle Videos euch angucken. Da würde ich mich ganz, ganz doll freuen. Und dann gibt es demnächst noch einige Videos von Bergwerk Labs. Unter anderem ein letzter Part von Survival Games. Auch den habe ich noch im Köcher. Und natürlich Tri-Jump, Minecraft Action, Bad Wars, Flash, die Spielmodi, die sind uns ja nach wie vor erhalten geblieben. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sage Good Game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGrivy. Ciao, ciao.